Ach, ich war. Ach, so viele Menschen sind es. Ich fühle mich unterfordert. Hallo. Na, ihr Süßen. Kommt ihr nachher alle mit ins Hostel, wo der Dorian und ich übernachten? Oh, hab ich schon wieder versucht, Dorian, ich hab schon wieder versucht, das ganze Publikum aufzureißen. Scheiße, entschuldigt, ich versuche es nochmal anders. Einen schönen guten Abend, ich bin froh, heute hier in Heidelberg zu sein, im DAI. Ich habe euch einen Text mitgebracht. Ein Text. Nein, es sind zwei Texte. Der erste ist relativ kurz. Er könnte heißen Einmischung eines stark bemützten jungen Mannes in die Unterschichtendebatte. Er heißt aber Revolution von unten. Hütet euch vor den Böden, denn sie sind bereits unter euch. Der zweite Text. Der zweite Text ist etwas deeper. Lacht ihr über den Anglizismus? Wisst ihr, was die deutsche Modeschöpferin Jill Sander mal gesagt hat? Unser Voice geht auch auf Peoples, die unseren Style appreciaten. Also reißt euch zusammen. Gerade hier an Ort und Stelle. Der Text ist tatsächlich etwas deeper. Er geht also nicht nur bis an den Boden hinan, sondern auch regelrecht hinein. Er heißt Maulwürfe. Heinz Erhardt hatte schon recht. Maulwurf ist ein ziemlich ordinärer Name. Nur kann ich mich seiner Forderung nach einem weniger ordinären Namen nicht anschließen. Er schlug da statt Maulwurf so Sachen vor wie Mundschmiss oder gar Schnutenschubs. Ich fordere das Gegending. Der Maulwurf sollte einen viel schlimmeren Namen erhalten. Gerne Fressenschleuder oder Kauleistenkanone oder Mammflugenmörsergranate. Ich habe da noch ein paar andere Vorschläge. Wie wäre es mit wandelnde Rohrpost, Nacktmulls Bruder, ratloser Hamster, weniger Meerschweinchen, flügellose Fledermäuse, Underground-Ratten. Warum nennen wir Maulwürfe nicht blinder Passagier der Erde? Oder organische U-Bahn, blöd vor sich hin buddelnde, schwarz bepelzte Mistmade. Aus der dunkelsten Fieberfantasie Hermann Görings erstiegene Höllenkreatur. Verfluchte Kreuzung einer kultbeschmierten Großstadttaube mit der im Hinterhof Müllcontainer eines Vorstadtkrankenhauses gefundenen Nachgeburt einer psychisch labilen Schlagersängerin. Fuck you, Maulwurf. Hast du dich schon mal umgeguckt bei dir so? Nee, wie auch. Warum schwimmen denn Fische im Meer? Warum fliegen Vögel durch die Lüfte? Warum laufen Hund und Mensch und breitschnauzen Antilope auf der Erde? Wie gehirnbekackt muss man eigentlich sein, um sich die ganze Zeit freiwillig unter der Erde lang zu schaufeln? Als gäbe es nichts Besseres zu tun. Wie gerne rufe ich, wenn es um dich geht, dazu auf, alle Subventionen für den Bergbau zu streichen? Im Vatikan verhungern Kinder und du hast nichts Besseres zu tun, als dich hier als fleischlicher Bagger aufzuspielen? Wenn du schon Bagger spielen willst, dann lackier dich gelb und stell dich auf eine Baustelle. Anstatt friedfertigen Mittelständlern den Garten voll zu hügeln, wer bist du denn hier, Hügel hinzuknallen? Die personifizierte Plattentektonik für Arme oder was? Der Maulwurf kann Berge versetzen? Entschuldigt. Fuck you, Maulwurf. Weißt du auch warum? Es geht doch hier nicht darum, eine blöde Hasstirade gegen Blindbuddler rauszuballern. Du gruseliges Geschöpf, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, unter die glattgelackte Oberfläche zu graben. Du, der du gleichsam unter die Haut der Klingelton-Generation tauchst und was du unter diesem schimmelpelzig grün schimmernden Rasen hervorholst, das kann und muss doch getrost als Dreck bezeichnet werden. Dieser Dreck hieß früher Erde und hat uns alle hervorgebracht, bla bla, das will doch heute keiner mehr wissen.
Wir wollen in Ruhe auf unseren scheiß Plastikgartenstühlen sitzen, uns die Sonne auf die Plauze plätschern lassen und einen Hopfencocktail verköstigen. Und das allerletzte, was wir brauchen, ist jemand, der auf Tiefgang macht und uns vorhalten will, dass unser aufpoliertes Glitzerleben unter der Oberfläche der gleiche Mist ist, wie in jeder Lehmhütte, in jedem Wellblechverschlag und vor allen Dingen in jeder wurmverseuchten Erdhöhle. Fuck you, Maulwurf. Uns geht's gut. Du bist die Niete in der Losbude des Lebens. Du bist die abgeknickte Heftzwecke. Hörst du das, Maulwurf? Wir brauchen dir nicht hier nicht. Wir brauchen keine hässliche Metapher für alle Hinterfrager. Wir brauchen keinen, der uns die Welt erklärt und wir brauchen auch keine symbolverkleisterten Texte. Eine einfache Hasstirade hätte es doch auch getan. Jemand hat einmal gesagt, das Leben ist ein Wartezimmer und alles ist heilig, was die Zeit vertreibt. Here we are now. Entertain us. Ich mach mal was für alle und hol jetzt den Gartenschlauch. Fuck you, Maulwurf. Schicht im Schacht. Wollen wir doch mal sehen, ob du schwimmen kannst. Dankeschön.